Show off, show off, Eisdiele, komm, 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 komm! Okay. Komm, 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 komm! Woo! Ja, Mann! So macht man das an der Eisdiele, ja, Mann! Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog wieder hier irgendwo am Arsch der Welt mit dem Nico am Start. Ordentlich am eskalieren. Und ja, wie ihr sehen könnt, nicht wie beim letzten Mal zu dritt oder viert unterwegs, sondern mit mehreren. Da vorne fahren 1, 2, 3, mit Nico 4, ich bin noch dabei. Und hinter uns sind auch nochmal zwei Stück. Also vollkommene Eskalation heute. Wir sind auf den Weg nach Magdeburg. Ich war persönlich noch nie in Magdeburg, deswegen ich bin selber ein bisschen aufgeregt, was es da so gibt. Wir haben schon so ein paar Spots rausgesucht. Wir wollen zu dem Dom. Apropos, wir müssen heute Abend auf jeden Fall in den Sonnenuntergang fahren. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe auch schon mit Lena geredet und sie hat auf jeden Fall ihr Ja dazu gegeben, dass wir das machen können, dass wir dann mal kurz abhauen können. Das ist sehr nett. Lena, an der Stelle, Dankeschön, dass du dein Okay gegeben hast. Ja, du bist die allerbeste, dass wir Motorrad fahren dürfen. Ja, okay. Wir dürfen auch nicht übertreiben, ne? Sonst bildet ja, okay, die sich da nachher noch was drauf ein. Ist gar nicht die allerbeste. Du weißt ja, wie das mit Frauen ist. Ja, ganz schlimm. Ja. Nur immer nur ein bisschen Zucker hinhalten, aber nicht geben. Wir fahren, wie gesagt, nach Magdeburg. Haben jetzt noch ein paar Minuten vor uns. Noch sieht es nicht so aus, als würde hier gleich eine Stadt kommen. Generell ist es so, egal wo ich hier jetzt lang gefahren bin bis jetzt, irgendwie ist hier nicht so wirklich die krasse Infrastruktur vorhanden. Wir fahren immer über eine Landstraße und links und rechts sind dann kilometerlang, Leute, wirklich kilometerlang einfach nur Felder. Das ist, es ist total krank, ohne Scheiß, kommt da nicht drauf klar. So als Stadtkind, ich bin im Ruhrpott quasi, beziehungsweise in Krefeld aufgewachsen. Ganz, ganz komisch, aber ein geiles Erlebnis, muss ich sagen, an der Stelle. Achso, siehst du, was ich noch sagen wollte, weil du meintest ja, weil jetzt dein erster Motorvlog und so. Ja. Ich habe ja eigentlich schon so mit, Alter, der ist so laut, so mit kommentieren und so, bisschen Erfahrung, weil ich habe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und, gut, da hatte ich jetzt Motorradvideos, nur irgendwelche normalen Videos hochgeladen. Aber ich hatte davor schon mal, als ich glaube, 14 bis 16 ungefähr oder 13 bis 16 Jahre alt war, habe ich von Call of Duty immer so Videos hochgeladen und das kommentiert, voll witzig. Die habe ich alle noch auf meinem Kanal, aber die sind alle privat, weil das ist echt peinlich. Ach, krass. Ja, aber dann können die Leute ja eigentlich mal auf deinen YouTube-Kanal gehen, wo du Motorradvideos hochlädst, oder? Instagram ist besser, da lade ich was hoch. Okay, also dann check lieber Instagram ab. Hier ist der Link. Auf jeden Fall mega korrekter Dude. Lasst ihm ein Abo da. Und ja, bombardieren einfach mal unter sein letztes Foto. Hashtag PostArmy. Mal sehen, wie das abgeht. Ich glaube, da wird er sich sehr, sehr verwundern, zu was wir imstande sind. Oh, jetzt müssen wir hier mal Gas geben. Ich bin mal gespannt. Okay, ja, komm! Alter, was? Junge! Alter! Hauptsache im Tunnel war Kopfsteinpflaster. Und ich fahre da so drüber und denke mir so, oh, Alter, mit Vollgas. So richtig random. Alles asphaltiert und dann unter der Brücke, im Tunnel, einfach plötzlich Kopfsteinpflaster. Hättest du zugehört, ich hab dir vorhin gesagt, da ist Kopfsteinpflaster drin. Echt? Ja, hab ich nicht mitbekommen, Alter. Ja. Scheiße. Ja, toll. Verdammt. Du kannst ja mal erzählen, wann hast du denn angefangen so mit dem, mit den Wheelies, mit dem Stunten? Wann hat das bei dir alles so begonnen? Oh, gute Frage. Als ich in der, ich glaube in der 10. Klasse war das. Eigentlich war ich gar nicht so der Motorradtyp so. Ich dachte immer so, nee, brauch ich nicht, ja, hast du nicht gesehen, scheißegal. So, dann einer aus meiner Klasse, der hat sich da, hat damals Führerschein gemacht, A1, und hat sich eine 125er Duke gekauft. Und ja, dann haben wir halt darüber so, so ein bisschen gequatscht und alles. Da hat er so, er hat sein Curly da schon gekannt und seine Videos geguckt, hat davon erzählt, habe ich das auch geguckt. Und ja, dadurch fand ich das dann halt dann irgendwie cool. Und wollte mir auch Motorrad holen. Hab dann A1 gemacht, mir noch 125er WR zugelegt. Ja, da habe ich dann halt direkt angefangen, so mit Wheelies und allen Kram. Ja, und dann habe ich mich halt ein paar Mal gemault. Dann dachte ich so,
Da muss man ein bisschen weiter üben und ja, dann hatte ich das mit der Bremse dann raus, habe ich mir eine SMC geholt und da habe ich das dann einfach mit der Kupplung angefangen und dann bin ich dann irgendwann hier gelandet. Ja. Also vor wie vielen Jahren war das, wo du angefangen hast? Vor 3 Jahren jetzt so. Krass, dafür bist du aber schon echt gut, muss ich sagen. Also du kannst Coaster, Rev Coaster, Circle Wheelies, es geht schon ab. Leute, schaut euch das Heck mal an. Ist auf jeden Fall gut angeschliffen, würde ich behaupten. Ja, so gerade so, ne? So gerade so. Oh Mann, jetzt müssen wir hier ewig warten auf den Zug, ist das räudig. Ja, wie lange dauert denn das noch, ey? Krass. Ich glaube, hier dauert es immer relativ lange. Lena, komm mal her. Komm mal her. Du hast jetzt hier... Guck mich mal an. Du hast jetzt hier über 50.000 Leute. Willst du den Leuten was sagen? Du hast jetzt die Möglichkeit. Willst du wen grüßen? Willst du deine Mama grüßen? Ha? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, komm, dann mach das mal richtig. Komm, wenn du deine Mama grüßen willst, mach mal jetzt. Hallo Mama. Ja, du musst sagen, schöne Grüße. Shit. Oh, er fährt los. Ja. Das gibt's ja. Alter. Du musst nochmal Applaus, Alter, oder? Scheiß. Komm. Nein. Alter, was, Junge? Bei der Standardauspuff bei der XC, voll übertrieben. Oh mein Gott, Alter. Überall diese kleinen Häuser, es ist so lustig. Show off, Eisdiele, komm. Okay. Komm. Ja, Mann! So macht man das an der Eisdiele! Ja, Mann! Übel geil! Jawohl! Alter, lass mal zum Dom, oder? Bisschen näher ran. Oder? Ja, lass mal hier hin, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, guck mal! Ey, die hat das übel gefeiert da! Die Dame, die hat das. Guck mal, die will noch einen sehen. Komm, mach mal noch einen, oder? Sie feiert das richtig, Alter. Sie feiert das so. Ist das geil. Ja, übel. Okay. Bist du bereit? Ja. Geil! Ja? Damn! Finde ich total super, dass sie das so feiern. Weil die meisten, die regen sich ja immer auf und machen nur hier, ne, mit dem Zeigefinger. Finde ich super, ehrlich. Sehr gute Einstellung, weiter so. Guck mal, die wollen noch was sehen. Komm, Nico. So, was soll ich denn machen? Mach mal noch ein Wheelie. Was soll ich denn machen? Ja, mach nochmal ein Wheelie. Ah, ne, das ist Polizei. Ist das echt Polizei? Ja. Ja. Oh, scheiße. Okay. Was sagt er? Okay. Ja, tut mir auf jeden Fall leid. Das wollte ich nicht. Ist das ein Polizeirevier oder so? Ey, ohne Scheiß, Nico, du kannst so froh sein. David, das ist ein Gerichtsgebäude. Das ist ein Gerichtsgebäude? Alter. Oh Mann. Ey, das war echt. Ey, komm, es war cool. Das war echt richtig bescheuert, was hier gerade passiert ist. Ja. Aber wie korrekt war der denn jetzt drauf? Der hat nichts gesagt. Du hast keine Blinker, du hast das Kennzeichen im Radkasten, hast du Spiegel drauf? Ey, ich hab Blinker. Aber ich habe keine Spiegel, nein, ich habe keine. Alter, wie nett war der denn? Was hat der Polizist gesagt? Wo ist denn das Kennzeichen hier bei Ihnen? Er stand schon hinter so meinem Motorrad. Ich so, ja, wenn Sie sich hinter dem Motorrad stellen, sehen Sie es hinten dran. Er guckt so. Ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Ich so, ja, nee, ist doch dran. Okay, was hat er dann gesagt? Normalerweise steht man ja nicht einen halben Meter hinter dem Motorrad, und wenn man im Auto sitzt und nur ein paar Meter weg steht, dann sieht man sehr perfekt. Und dann so, naja gut, so jetzt wie es ist, irgendwie so hat er gesagt, und auf jeden Fall sollen wir hier vernünftig fahren, ansonsten. Ey, ohne Mist, also Daumen hoch für so einen netten Beamten. Ja, vielen Dank. Also ohne Spiegel und so und dann ein Wheelie hier in der Stadt und dann einfach weiterfahren lassen, nicht mal ein Verwarngeld. Ja, das auch noch. Also Leute, wir stehen auch noch auf dem Behindertenparkplatz. Schlimmer, asozialer kann man sich an der Stelle nicht mehr benehmen. Aber wir haben DB-ITA drin. DB-ITA haben wir drin. Das muss man sagen, ne? Das ist ein Gerichtsgebäude. Leute, das ist einfach ein verdammtes Gerichtsgebäude.
Und Nico hat hier einfach 4 Wheelies gemacht. Mitten in Magdeburg. Ich komme nicht klar, Alter. Vor allem, ich meinte auch noch so zu den Polizisten. Ja, tut mir leid, ich wollte das nicht. Also, ja, es hat mir sah ja anders aus, als wenn sie das jetzt nicht wollten. Ich so, ja, ich weiß, aber die Leute, die wollten das unbedingt sehen. Ich wollte das nicht. Alter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Begründung mit den Leuten gebracht, weil ich es halt mega gefeiert habe. Und ich wollte halt nett sein, so, weißt du, so Menschen glücklich machen. Ja, ja, das stimmt, ja. Die Frau war auch sowas von glücklich. Die kam aus, ja, Mann, ich glaub, das war hier, Wolfsburg hier rauf. So. Ja, lass mal da. Ach so. Drauf. Aber hast nicht, du gleich gefragt oder was? Hä? Ja, die hat ja, mir doch erzählt. Einfach drauf. Die meint, ne? Ja, ich komme gar nicht von hier. Ich so, ich auch nicht, ich komme aus Krefeld. Die so, ah, ja, cool, ich aus Wolfsburg. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, nicht zu nah dran, sonst kriegen wir das nicht drauf. Lass die mal hier platzieren. Hier. Wo wollen wir hin? Hier, lass die mal hier platzieren. Hier, hier, hier. Irgendwo in Magdeburg mit dem Squad. Damn! Sieht schon geil aus, Leute, oder? Ich würde sagen, das ist schon ein Goal. Jetzt sieht's geil aus. Müssen wir die Fotos sehen, die ich gerade mit der Spiegelreflex gemacht habe. Puh. Übel sick. Sind die eigentlich so richtig so übel sick? Übel sick. Damn! Leute, ich habe vorhin schon gesagt, wenn Lena auf der Husky sitzt, dann wird die Husky zur DRZ. Also man könnte sagen, ja, so ein bisschen ein Downgrade. Musst du auf wegen Wheelie. Also komm ruhig richtig ran. Komm richtig ran da. Ja komm, jetzt noch ein bisschen richtig, mehr. Richtig ran da. Oh geil, ey. Und beim Sozius Wheelie am besten nur starr hinten drauf sitzen und ganz doll festhalten. Ja, einfach festhalten. Ja. So Leute, weiter geht's hier durch Magdeburg City mit dem Nico. Hallo? Hallo? Warum winkt denn hier keiner zurück? Das gibt's doch gar nicht. Ja, die sind alle deprimiert, weil bei wir uns, keine Wheelies bei uns mehr machen. Winken die alle. Die winken nicht, warum winken die denn nicht? Ich will jetzt, so, ich will jetzt einen Winker zurück, sonst bin ich deprimiert. Hier, hallo? Komm, die macht das. Hallo? Ja, hallo? Alter, keiner winkt zurück! Hier, die jetzt vielleicht. Sieht. Hallo? Hallo? Oh. Keiner winkt, das gibt's nicht! Hier doch kommt nicht! Die. Hallo? Ich hab keinen Bock mehr. Alter, krass! Das hab ich noch nie erlebt, wirklich. Dass keiner zurückwinkt. Heftig. Hallo! Yay! Wuhu! Geil! Es hat einer gewunken! Ja! Ja! Hey! Hey! Die waren ja mal cool drauf, Mann! Ja, noch völlig am Eskalieren, ja. Voll, mit dem Bier dann! Oh shit, ey. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die Polizei dich so hat weiterfahren lassen. Du hast gar keine Blinker hinten dran. Du hast gelogen. Doch. Guck wo doch, sind ich, die denn? Ich blinke. Da links blinkt. Ne! Doch. Und ne. Jetzt rechts. Digga, das rechts ist doch ein Scherz. Rechts ist die Härte. Siehst du rechts? Aha. Ja, ich sehe rechts, aber nur ganz, ganz knapp. Ja, ich dachte ja. Leute, also mal an der Stelle, ja? Da muss ich ja mal sagen, auch wenn Eigenlob stinkt, aber ich fahre ja wohl mal besser rum hier als Nico. Also das ist ja wohl mal... Jetzt übertreib mal nicht. Kennst du die Story von mir, als ich mal bei meiner DRZ das Kennzeichen in den Radkasten gemacht habe, dann losgefahren bin und wirklich nach 100 Metern an der allerersten Ampel angehalten wurde von der Polizei? Drei Beamte saßen drin, ne? Und einen kannte ich davon und der meinte dann so, ey komm, fahr einfach wieder zur Garage, bring das in Ordnung und dann passt das. Ja, hast du auf jeden Fall richtig Glück gehabt, ne? Ja, voll, aber... Nach 100 Ahnung. Metern, Alter, was ist da los? Ja, ich habe halt gedacht, so komm, ich pack das mal in den Radkasten, damit es nicht die ganze Zeit kaputt geht. Ja, wirklich an der allerersten Ampel. Ich konnte von da aus fast meine Garage sehen. So krank. So, Leute, wir sind jetzt auf der Brücke angelangt. Wir machen jetzt einen Doppel-Sozius-Willi, beziehungsweise wir versuchen es. Ich hoffe, euch hat der zweite Vlog hier gefallen aus Magdeburg City. Und wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil!